Tabea war Profifußballerin und ist heute TV-Expertin. In diesem Interview spreche ich unter anderem mit ihr über ihre eigene Karriere als Fußballerin, was England im Bereich Frauenfußball richtig macht und was sie sich deshalb für die Zukunft in Deutschland für Veränderungen wünscht. Als ich überlegt habe, wen ich für dieses Interview so anfragen könnte, habe ich relativ schnell an dich gedacht. Weil du nicht nur eine ehemalige Profispielerin bist, mit Erfahrungen Nationalmannschaft, Bundesliga, ganz lange Turbine Potsdam, aber auch im Ausland bei Arsenal und auch noch heute, du musst es jetzt zwangsweise ein bisschen aufhören, aber auch heute bist du immer noch aktiv im Profisport. Ich würde es als TV-Expertin bezeichnen. Das passt ganz gut, ja. Ich habe dich bei Sky gesehen, Amazon Prime, du bist gerade bei Magenta TV unterwegs. Du bist also immer noch nah am Geschehen und ich finde, du bist auch jemand, der eine klare Haltung bezieht zu Problemstellungen, der eine Meinung äußert. Beispielsweise hast du auch kandidiert für Turbine Potsdam als Präsidentin. Du bist, finde ich, jemand, der was verändern möchte. Aber bevor ich da zu tief irgendwie reinsteige, wie bist du zum Fußball allgemein gekommen? Eigentlich so ganz klassisch auf dem Pausenhof, wenn da irgendwie mal der Ball rollte, selbst in der 5-Minuten-Pause und dann so knapp 2 Minuten noch zu spät in den Unterricht zu kommen, da war ich immer ganz weit oben dabei. Und dann führte irgendwie kein Weg drum vorbei, irgendwie oder dran vorbei. Und dann ging es irgendwie so, schlussendlich bin ich einfach nur meiner Passion gefolgt und das, was passiert ist, das passierte aus den Gründen, weil ich der meiner Passion immer treu geblieben bin. Und dann bin ich mit 9 Jahren bin ich in einen Fußballverein dann erst gegangen. Eigentlich durfte ich erst mit 10. Das habe ich in dem Alter natürlich noch nicht ganz gecheckt. Meine Eltern haben halt gesagt, sie wollen mich nicht zu früh spezialisieren. Habe dann quasi viel multisportiv gemacht. Ich habe ein bisschen Leichtathletik gemacht, Schwimmen, Triathlon, Kindertouren. Und ich habe es schon im Nachhinein dann verstanden, weil das war quasi die Grundlage für meine Athletik. Nicht diese Eindimensionalität des Fußballs zu leben, sondern wirklich multisportiv diese Flexibilität zu haben. Und ja. Bin im Nachhinein sehr dankbar, dass meine Eltern gesagt haben, nee, also gut, mit 9, dann sind sie ein Jahr vor, sind sie eingeknickt. Aber dass ich nicht schon mit 4 da immer nur im Fußballverein bin und dann sage ich, ich sage immer so fußballblöd werde. Ja, ich hab mit 6 angefangen im Verein und habe auch ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Und ich hatte mal eine Phase, da hatte ich gar keinen Bock mehr. Und in dem Moment habe ich es tatsächlich so ein bisschen bereut, das, was du angesprochen hast, dass ich nicht mehr Sachen ausprobiert habe, sondern dass ich immer nur diese eine Schiene gefahren bin irgendwie. Also kann ich auf jeden Fall verstehen, was du meinst. Es geht so weit, dass ich dann ging, wenn du irgendwann in den Profibereich kommst, dann hast du auch so in dem Vertrag Klauseln drin, so wie gefährliche Sportarten, Extremsportarten sind dir untersagt, ob ich mich daran gehalten habe. aber warst du dann im Jungsverein, als du dann mit 9 angefangen hast? Tatsächlich habe ich im Mädchenverein angefangen und habe das da auch echt durchgezogen, weil das eine coole Dynamik war. Es hat mega Spaß gemacht. Die Trainerin war auch sehr warmherzig, sehr liebevoll mit uns umgegangen und nicht so dieses Leistungsprinzip, dass es so früh Ja. drin ist, sondern immer nur wieder so dieses, ey, wir haben alle Bock zu kicken und dann gucken wir irgendwie, Ziel ist das Tor und dann schauen wir. Ich habe einmal ein Training bei den Jungs mitgemacht und das war ich glaube, da war ich 11 oder so oder 12. Und da habe ich ein Training mitgemacht und dachte mir so, oh mein Gott, weil das halt wirklich wieder das war, die Jungs unter sich. Ich war immer habe mich in beste Positionen gelaufen und ich krieg den Ball nicht. Und das war auch von dem Trainer, das war kein cooler Umgang, habe ich gleich zu meinem Dad gesagt, weil der hat mich dann abgeholt. Ich so, Papa, hier will ich nie wieder hin und bin dann wieder zu den Mädchen gegangen. Was aber schlussendlich auf dem Pausenhof habe ich quasi immer mit den Jungs gekickt. Also weil ich irgendwann das Ansehen hatte, weil ich schon mit dem Ball umgehen konnte Ja. und auch ziemlich schnell war und auch talentiert war, dass sie das dann cool fanden. Also auch da, ne, wieder so diese Vorurteile gegenüber Mädchen mit Fußball. Das war schon eigentlich krass, aber da habe ich mich nicht von niedermachen lassen, sondern bin halt wirklich immer meiner Passion treu geblieben. Du hast gesagt, du hast ein Probetraining bei den Jungs gemacht. War dir damals bewusst, dass es quasi so diesen Geschlechterunterschied gibt?
Oder war das irgendwie so, du hast gesagt, du willst da nicht hin, das hat keinen Spaß gemacht. War das eher so der Grund oder hast du auch gemerkt, das liegt auch irgendwie daran, dass es Jungs sind? Es lag da, also ich habe es gar nicht gecheckt erstmal. In den jungen Jahren, weil ich auch, wie gesagt, ne, ich habe einen Ball gesehen und dann geil das Ja. Kicken. Ich habe weder Unterschiede gemacht, ob es Jungs oder Mädchen sind. Nur da habe ich das halt gemerkt, dass ich irgendwie so meiner Passion nicht nachkommen konnte, weil halt irgendwie die Jungs mir halt nicht oder wir kein Zusammenspielen geschafft haben, so. Und ich wusste ja dann letztlich auch so, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und habe ich es so einfach gesagt, so, warum soll ich Dinge machen, die mir keinen Bock bringen? Ja. Und dann bin ich halt wieder, also nur bei den Mädchen halt gewesen. Und es war für mich in dem jungen Alter irgendwie, hat sich diese Frage gar nicht gestellt, weil so, ich muss da nicht jede Hürde irgendwie überspringen. Und klar, ich hatte auch gewisse, ja, was, ich war ja eine Spätstarterin, also weil ich ja erst mit 14 quasi aufs Sportinternat gegangen bin und wo mir dann auch schon suggeriert wurde von der Schulleitung oder stellvertretenden Schulleitung, ja, also als Spätstarterin, ich soll mir nicht allzu viele Hoffnungen machen, aber ich habe das gar nicht, ich habe gar nicht hingehört, sondern weil ich bin immer irgendwie den Weg gegangen, so, den ich gegangen bin. Ob jemand gesagt hat, so, nee, kannst du nicht oder kannst du, es war mir halt echt scheißegal. Du hast es angesprochen, du bist dann mit 14 aufs Sportinternat in Potsdam gegangen und Genau. hast von da dann so ein bisschen diesen Weg gemacht, ich glaube, über die Jugend von Potsdam hin zum Bundesliga-Debüt 2008, 2009 in der ersten Mannschaft. Wie war das so für dich, das zu realisieren? Hast du das realisiert? Jetzt schlage ich irgendwie den Weg zur Profikarriere ein. Gar nicht, auch gar nicht gecheckt. Auch mit dem ersten, was waren das, 250-Euro-Vertrag, der dann, diesen Minijob-mäßige 450-Euro-Vertrag, den haben mir meine Eltern unterschrieben, so. Ich habe es null gecheckt. Auch im Nachhinein natürlich so, wenn man so ein bisschen reflektiert, ist schon krass, so welchen Hürden welche Hürden man überspringen musste, so. Aber in dem Alter, weil ich, wie gesagt, ne, ich hatte einfach nur Lust und Laune und Spaß an der Freude und habe dann aber schon gesehen, auch Spielerinnen um mich herum, also wir waren eine Schulklasse mit, ich glaube, wir waren 11 Fußballerinnen und noch andere Sportarten. Und letztendlich, ich bin ja in die 8. Klasse, 2. Halbjahr auf die Sportschule gegangen und habe nach der 13. Klasse Abitur gemacht. Und am Ende waren wir nur noch zwei Fußballerinnen, so von denen, weil es war schon ein harter Umgang. Wir hatten dann auch, also sehr, sehr, ja, schon sehr hart trainiert. Jetzt rein sportwissenschaftlich nicht immer das beste Training gehabt, aber. Gut, das waren so ein bisschen die Zeiten und schon immer sehr, sobald du einen Fehler gemacht hattest, wurdest du unmittelbar danach sanktioniert. Und in jungen Jahren machen das nicht viele mit irgendwie so. Dann kommt der Druck irgendwie so, du hast aber vor allem die Angst. Du wurdest so konditioniert, Angst vor Fehlern zu haben. So. Und dem bist du dann immer ausgewichen. Und ich habe da irgendwie sehr, sehr hartes Fell gehabt oder habe mir auch nicht viel sagen lassen. Und bin dann echt immer irgendwie so meinen Weg gegangen und. Ja, es härtet einen ja auch ein bisschen ab. Und ich glaube, was ich halt mit dem ersten Profivertrag, beziehungsweise mein erstes Spiel in der ersten Liga, das war so, ja, geil. Also letztlich spiele ich ja auch nur Fußball. Also was ist, holy shit, was ist jetzt das Besondere daran? Ich zocke einfach, ich habe Bock. Und deswegen hatte ich gar nicht das Bewusstsein dafür, dass es jetzt so, wow, erstes Spiel, Bundesliga, Profi, na, Profivertrag war das nicht, das war ein 450 € Minijobvertrag. Da habe ich so gar nicht gesehen. So mir wurde gelehrt, irgendwie von meinem damaligen Trainer, macht das Normale mich zum Besonderen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr bei mir hängen geblieben. Gab es dann trotzdem irgendwie so einen Moment, wo du dann realisiert hast, okay, ich möchte das als meinen Beruf machen oder ich gehe Ist jetzt. ganz, ja, ich habe mich nie oder ich habe mir sehr schwer getan, mich als Profifußballerin zu benennen. Aus dem Grund, weil das so eine krasse Eindimensionalität ist und ich auch sehr geprägt davon bin, von Profifußballern. So, das ist für mich keine Inspiration. Das ist für mich dieses, ja, Fußballspielen, im Interview zu sagen, das Runde muss ins Eckige. So, das war nicht meine Inspiration. So, ich habe meine Inspiration immer außerhalb des Fußballs geholt, durch andere AthletInnen, anderer Sportarten oder auch das eigentliche Leben. So, deswegen war das für mich nie ein Aspekt, irgendwie das so zu sehen.
Also, du meinst, du hast es am Anfang noch gar nicht so richtig realisiert. Haben das Leute aus deinem Umfeld quasi dann doch so ein bisschen verstanden? Okay, Tabea, die geht jetzt so den Weg zur Profi-Fußballerin, weil im Endeffekt konnte man es ja schon, für die Zeit war es ja dann irgendwie schon, Bundesliga war ja dann schon so ein bisschen Profi-Fußball. Schon? Haben die das realisiert und hatten die vielleicht Bedenken dir gegenüber geäußert? Also irgendwelche Leute aus deinem Umfeld irgendwie so. Denk noch mal zweimal darüber nach, so was du hier gerade machst. Irgendwie gar nicht. Ich meine, ich hatte ja, mein Mittelpunkt war ja nicht nur der Fußball, sondern halt immer, in dem Fall war es Schule, dann war es mein Studium und dann war es halt quasi das Arbeiten auf der Wache, auch wenn es nur 20 Stunden die Woche war. Aber letztlich war ich nie alleinig die Fußballerin. In Bar Arsenal war es eine andere Nummer, aber da war ich ja auch weniger die Fußballerin, sondern eher die Reha-Athletin aufgrund meiner Knieverletzung. Was ich schon gemerkt habe, dass die Identifikation Tabea Kemme mehr über den als die Fußballerin galt. Da hatte ich aber ein Problem damit, weil ich habe immer gesagt, Tabea, die Fußballerin, das ist nur ein Teil meines Lebens, aber es ist nicht mein Leben. Und das habe ich dann extremst gemerkt, so wo ich dann aufgehört habe. So, dann war ich nicht mehr Tabea, die Fußballerin. So, was hat man denn jetzt eigentlich für Themen mit ihr zu bereden? Und ich war immer sehr, also das merkt man ja dann bei Familienfesten, ne, irgendwie so, ja, und ist immer wieder Fußball im Vordergrund. Ich bin irgendwann so, ich bin sehr schnell fußballsatt. Und ich habe halt irgendwie auch viele andere Interessen. Und die aber wirklich an der Oberfläche sind, also die, ne, jetzt gerade auch als TV-Expertin, so, die sehen halt immer nur Tabea, ja, sie redet über Fußball. Aber das ist ja in meinen Augen, ich seh das vielleicht, das ist ein Drittel meines Lebens, weil ich die anderen zwei Drittel halt viele schöne andere Dinge tue. Und da hatte ich dann irgendwann so, oh, jetzt frage ich schon wieder, was mit Fußball? So, eher das. Und deswegen war es, glaube ich, war ich sehr geprägt davon, dass ich nur, nein, ich bin nicht die Profifußballerin, ich bin Tabea, ich bin normaler Mensch. So, das war eher meine Reaktion darauf. Du warst dann bei Turbine Potsdam, hast Bundesliga gespielt, aber du warst auch in der Nationalmannschaft. Wie war der Weg dahin? Hast du da irgendwelche Auswahlen durchlaufen? Weil, also ich habe es nie wirklich weit gebracht, aber bei mir waren Auswahlen so Verein, dann kam Kreisauswahl, dann kam Stützpunkt, hat man es so genannt, Niedersachsenauswahl und dann käme DFB-Auswahl. Hast du auch diese Station durchlaufen oder wie war das bei dir? Bei mir war alles sehr, sehr viel Zufall zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Also ich hatte ja quasi meinen Mädchenverein SG Freiburg-Öderquart, wo ich einmal die Woche trainiert habe und einmal gespielt habe, was dann irgendwann auch nicht ging, weil meine Eltern mich verpflichtet haben, zum Konfirmandenunterricht zu gehen. Das fiel immer zu der Trainingszeit, fand ich richtig scheiße. Und am Ende, Endeffekt bin ich ja nach Potsdam gegangen, habe mich gar nicht konfirmieren lassen. Also richtig, naja gut, man hat immer so seine Punkte. Und dann bin ich über. Ich hatte dann dieses Landesauswahltraining, das ist in Niedersachsen in Barsinghausen gewesen. Das war, glaube ich, damals die U14. U14, U15 hatte ich ein Wochenende, Freitag bis Sonntag, wo wir trainiert hatten. Das war ganz amüsant, weil ich war ja halt Neuling und habe da ein bisschen mittrainiert, ein bisschen gespielt so. Und es war ja schon irgendwie so natürlich nochmal anderes, höheres Niveau. Und es ist so witzig, weil Almut Schuld war da. Und die hat mir, also ich bin zu diesem Auswahltraining und dann zum nächsten bin ich aber nicht mehr gegangen, weil dann klar war, ich gehe auf die Sportschule nach Potsdam. Dann hat mir Almut Schuld immer gesagt, so, hey, das konnten wir uns alle überhaupt nicht vorstellen, weil du so schlecht warst. Und dann, ja, sieht man ja, was dann doch irgendwie passiert war, dass schon Talent da war, nur man musste es so ein bisschen, oder ich musste halt einfach gefördert werden, brauchte halt einfach ständiges Training. Und über diese Sportschule dann, weil das war halt mega Zufall, ich war mit dem Gymnasium Warstade in Niedersachsen bei Jugend trainiert für Olympia. Und dort hatte auf dem Weg, meine Eltern waren da von Berlin nach Potsdam, hatten die Mannschaft in der S-Bahn getroffen. Und dann ist meine Mama zu dem Trainer gegangen, hat gesagt, übrigens, meine Tochter, die spielt bei der Auswahl hier in Niedersachsen, sehr talentiert. Ob sie nicht mal gucken würden. Ja, und dann war ich irgendwann noch im selben Jahr, war ich noch eingeladen zum Probetraining in Potsdam und dann wiederum 2 Monate später oder 4 Monate später war ich auf der Sportschule. Also es ging alles so schnipp, schnipp, schnipp. Und irgendwie war ich aber immer so, ich habe viel dafür gemacht, aber ich empfand es nicht so, weil es immer wieder Spaß gemacht hat und der Erfolg ist letztlich einfach nur beiläufig gekommen, weil ich einfach da meinen Weg gegangen bin. Und dann war U15 Natio, U17 Natio. A-Natio, genau, dann durchläufst du alles. Du hast aber recht, also mit am richtigen Ort zur richtigen Zeit stimmt da ja aber wirklich bei Ja. dir zu 100%. Ist ja krass. Ja, ich sage immer Augen auf haben und dann, man muss die Dinge ja auch sehen, die dann auf dich zukommen, weil viele sehen die diese
diese Dinge ja nicht mehr. Und da war ich immer sehr open-minded. Du warst sehr lange bei Turbine Potsdam. Du hast Meisterschaften gewonnen, 2010 die Champions League. Aber dann 2018 bist du von Potsdam nach Arsenal gegangen und hast dann dort eine Saison Ja, gespielt. eineinhalb, genau. Das bedeutet, du hast so diesen Vergleich, wie lief das Bundesliga Deutschland und Turbine Potsdam war ja, als du da warst, war es ja sehr erfolgreich. Das war eine der Top-Clubs eigentlich, so, die mitgespielt haben oben in der Bundesliga. Hast du strukturelle Unterschiede gemerkt, was so beispielsweise Trainingsbedingungen angeht im Vergleich Potsdam-Arsenal? Absolut. Also das war ja, mein Wunsch war es, den ich mir gewünscht habe, war so, und den ich habe nur selber umsetzen können, aber ich möchte den Fußball noch dafür nutzen, nochmal was anderes zu sehen. Und dann habe ich mich entschieden, 2018 nach England zu gehen. Ich habe mir vorher auch nochmal Lyon angeguckt, weil ich ein Vertragsangebot auch von Lyon hatte, weil ich wusste auch, dass die Strukturen in Potsdam so sehr verkrustet sind. Und dass man es nicht schafft, gute Bedingungen zu schaffen, die ich brauche als Athletin, als Fußballerin. Und dann bist du natürlich bei Arsenal und die haben 1A-Bedingungen. Das fängt, Arsenal sagt, hey, dass dein Grundarbeitsplatz ist der Fußballplatz. Wir brauchen den besten Rasen überhaupt. Und damit steht und fällt schon mal einfach mal alles. Und generell, was noch alles dazugehört. Ne? Also komplett Gesundheit abgedeckt mit sportpsychologischer und psychiatrischer Psychologie, abgesicherte Strukturen über bestes Reha-Training, Möglichkeiten, wirklich dich entfalten zu können. Und das ist bei Potsdam lange nicht gegeben. Und genau das wollte ich halt einfach nochmal. Ich wollte nochmal irgendwie so zum, das war ja letztlich mein Ende aufgrund meiner Verletzung. Einfach nochmal erleben, wie so ein Best Case aussehen kann. Und das war einfach nochmal schön, obwohl ich ja nicht wirklich viel gespielt hatte, mehr im Reha-Raum war, als dass ich auf dem Fußballplatz war. Aber es war im Großen und Ganzen einfach nochmal eine wichtige Sicht auf professionelle Bedingungen, um dann wieder zurückzugehen und zu sagen, so, hey, wir haben eine Menge Arbeit, zu leisten, um diese Potenziale, die wir alle haben, erstmal noch abdecken zu können. Nochmal zurück, du hattest es, glaube ich, schon angesprochen. Du hast, als du bei Potsdam warst, nebenbei studiert Und hattest dann quasi auch nochmal, dein Hauptberuf war dann ja, du warst Polizeikommissarin, oder? Genau, ja. Wie konntest du quasi dein Studium und dann auch später deinen Hauptberuf mit diesem Fußball, so wie du ihn gespielt hast, Bundesliga-Verein, wie sah da so dein Alltag aus? Es war ja so, dass dieses Polizeistudium normalerweise 3 Jahre geht und über die Sportfördergruppe aber diese Verlängerung auf 5 Jahre möglich ist. Und dann war es quasi so, dass wir an dem Vereinsgelände, das ist ja der komplette olympische Stützpunkt, da hat die Sportfördergruppe quasi auch die Möglichkeiten geschaffen, an dem Unterricht der Hochschule der Polizei daran teilzunehmen. Und das war halt richtig geil. In der Woche hatte ich 3 Unterrichtstage. An den Tagen musste ich mir das Training halt so organisieren, dass ich nur nachmittags beim Fußballtraining dabei war und die anderen Einheiten halt so für mich abzudeckeln. Und das ging richtig, richtig gut. Also das war auch neben der Belastung auf dem Platz einfach eine andere Belastung, nochmal geistig auch anders gefordert zu werden, was mir sehr, sehr gut tat. Und dann zwecks, also Praktikumszeiten, das war natürlich ein bisschen schwieriger, haben wir aber auch gut hingekriegt, weil ich habe mein Praktikum bei der Kripo gemacht und im Streifendienst und ich konnte ja nie so eine komplette, beispielsweise 12-Stunden-Schicht machen oder so. Ich habe mal eine Nachtschicht gemacht, um mal sagen zu können, hey, ich habe mal eine Nachtschicht gemacht. Und das wäre aber so als solches nicht kompatibel gewesen mit dem, dass ich nebenher noch Fußballerin bin. Und dann war es schon, ja, wo ich dann fest auf der Wache war, habe ich 2 Frühschichten gemacht. Also ich hatte dann beispielsweise dienstags und donnerstags, wo ich nur eine Trainingseinheit hatte, habe ich von 6 bis 14 Uhr gearbeitet und bin danach ins Training gegangen. Was schon auch gerade die Belastung, alles neu im Streifendienst. Du hast immer Situationen, wo du nicht weißt, was auf dich zukommt, was dich nochmal total anders fordert. War dann aber schon im Endeffekt, also gerade im Praktikum, auch mit der Kripo, wo ich dann gemerkt habe, so, ey, jetzt bin ich gerade an dem Punkt, ich schaffe es nicht ganz zu regenerieren. Und da musste ich dann auch eine Woche raus aus dem Training, weil da einfach mein Körper sich gemeldet hat und gesagt hat, so, nee, Tabea, vergiss es, du musst jetzt erstmal chillen. Und daraufhin habe ich dann schon ein bisschen meine Lehren gezogen, einfach ein bisschen, ja, also ein bisschen achtsamer mit mir umzugehen. Aber im Großen und Ganzen
war es einfach eine schöne Erfahrung, neben dem Fußball auch Verantwortung für mein zweites Standbein zu übernehmen. Ja, also ich bin ein bisschen überrascht, weil du hast geschildert, also was ich so raushöre, ist, natürlich ist es anstrengend, weil du kannst dich nicht, sage ich mal, beim Studium oder auch bei der Arbeit, das ist nicht dein alleiniger Fokus, sondern du hast auch noch diese zweite Sache. Und ich könnte mir, und ich hatte mir immer so vorgestellt, dass es extrem anstrengend ist, das zu vereinen, weil es ist erstmal, muss man ja sagen, es ist überhaupt nicht unüblich im Frauenfußball. Also generell Leistungssport ist ja so, Fußball, da spielst du vielleicht, wenn es richtig gut läuft, Mitte 30 oder Ende 30 und dann ist es ja sowieso irgendwie vorbei. Oder es kommt irgendwie sowieso viel schlechter eine Verletzung und bumm, es ist irgendwie alles weg. Also da ist es, und es ist eben nicht der Männerfußball, wo man die Millionen verdient und dann eben nachhaltig auch noch davon leben kann und so sagt, okay, jetzt ist meine Karriere aus, ne, und jetzt muss ich auch eigentlich nichts mehr machen. Das ist ja üblich im Fußball. Das ist ja auch heute noch so. Viele studieren nebenbei, bauen sich so ein zweites Standbein auf. Und ich hatte mir vorgestellt, dass es doch eine extreme Belastung ist, weil du hast ja zwei Sachen gleichzeitig laufen, die auch von dir das Beste eigentlich erfordern. Also auf dem Fußballplatz musst du dann deine Leistung da abrufen zu 100% und aber auch irgendwie Studium oder Beruf. Ja, also sieh's mal so oder so habe ich es auch gesehen oder auch empfunden, ist ja quasi mit dem, dass ich zwei Säulen, ich habe nicht eine Säule, die Tabea als Fußballerin, sondern ich hatte zwei Säulen. Und hatte ich mal eine Verletzung in der Säule 1, Fußball, bricht mir die Säule in dem Moment weg, weil ich halt nicht das machen kann, was ich eigentlich gerade liebe. So, und dann habe ich aber quasi immer noch die zweite Säule und das ist mein zweites Standbein. Also es lässt mich nicht ganz in die Talfahrt abrauschen. Und es war ja auch so sehr mir auch das Umfeld bei der Polizei, es sind ja auch coole junge Leute, die ja auch irgendwie alle so ein bisschen das Gleiche in sich haben, diesen Gerechtigkeitssinn. Mit denen tausche dich aus, bekommst quasi da sehr viel Energie auch zurück. Und dann, wenn es mal da nicht so oder ein schon sehr anstrengender Tag war, weil wir halt Einsätze hatten mit Straftaten bis hin zu gefährliche Körperverletzung bis hin zum Todesfall. All das war dann quasi, wo ich dann im Fußball auf dem Platz einfach alles darum herum vergessen habe, einfach Fußball gespielt habe. Und das ist so, ich meine, was wir ja schon lernen im Leistungssport, ist auch Grenzen zu versetzen. Also du bist mehr Belastung gewohnt, du weißt damit besser umzugehen. Wo natürlich dann der Knackpunkt ist, und das ist die Sorge, die du gerade auch angesprochen hast, wie geht das überhaupt, ist halt, du musst echt den guten Gegenpart haben, das ist die Regeneration. So, und das war ja das eine Mal, wo ich da so ein bisschen gestrauchelt war, wo ich zu viel, ich sage immer so, das ist so ein Pegel halten, aber das ist ja das Schlimmste, was wir machen, wenn wir einen Pegel halten, vergessen wir immer wieder mal die Ruhephase, um dann wieder einen Peak zu setzen. Und das war halt dann meine Lehre, meine Erfahrung damit, zu sagen so, okay, ich brauche eher wieder so ein bisschen das Wellenförmige. Und das habe ich immer ganz klar kommuniziert oder dann auch gelernt zu kommunizieren, auch einfach mal Nein zu sagen, wenn die Dinge mir zu viel geworden sind und der Sache dann einfach ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Aber im Großen und Ganzen war das, oder ist das auch jetzt noch mein Weg, mein Leben nicht auf eine Säule zu packen, sondern ich sage immer so, wer streut, rutscht nicht aus. Ja, es hört sich auch total vernünftig an. Und rein auf das Finanzielle geblickt, hättest du zu Zeiten, wo du erste Bundesliga-Stammspielerin warst, Nationalmannschaft gespielt hast, hättest du in dem Moment nur vom Fußball leben können? In dem Moment hätte ich mir meine Miete zahlen können, mir mein Essen zahlen können und auch noch mal ein bisschen Fun zahlen können. Aber das wäre jetzt nicht der Punkt gewesen, wo ich mir das Geld hätte weglegen können, was ich jetzt geschafft habe, dadurch, dass ich, klar, da muss man auch noch mal differenzieren, weil wenn du wirklich in der Nationalmannschaft bist und gerade wenn wir über Turniere reden, du Prämienauszahlungen bekommst von 40.000 Euro bei Olympia, dann sind das schon Gelder, die du einfach auch mal weglegen kannst und die habe ich einfach gut investiert, dass ich mein Geld arbeiten lasse, um mir jetzt auch einfach mal zu sagen, so hey, ich bin jetzt 30, ich habe jetzt im Sommer vom halben Jahr bei der Polizei gekündigt und kann jetzt einfach ein bisschen gucken, was in meinem Leben auf mich zukommt, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass ich mir über Nacht, ja, übernächsten Tag vielleicht meine Miete nicht zahlen kann. Du Das hast es war aber einfach angesprochen. gutes, also man kann auch mit geringem Geld gut wirtschaften, so, also Ja. in meinem Sinne. Und ich brauche nicht viel Geld, so ich mein Leben kostet mir nicht viel.
Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen, also wenn man natürlich dieser Vergleich Frauenfußball, Männerfußball kommt ja irgendwie zwangsweise immer. Und dann ist ja natürlich auch meistens so das Erste, worüber geredet wird, ist ja gar nicht so vielleicht mal die gleichen Rahmenbedingungen schaffen, also die gleichen irgendwie Equipment, Trainingsplatz, whatever. Da ist es ja als erstes immer der Gender Pay Gap. Aber da ist es ja gar nicht, also ich finde. Es wird im Frauenfußball wird es ja nicht angestrebt, die gleichen Gehälter wie im Männerfußball zu bekommen, weil für mich finde ich, die Gehälter sind utopisch. Also im Männerfußball meiner Meinung nach müsste ein Deckel drauf gesetzt werden. Also es muss ein Angleich stattfinden. Ja, es muss, aber auch im Männerfußball von oben muss man ja auch mal drauf gucken und mal sagen, hey, das was weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo, wer auch immer, verdient, das ist. Muss das sein? So, das Ja, ist ja nicht das angestrebte Ziel. das ist es auf jeden Fall nicht. Ich finde, Alina Magul, ihre Aussage, die unterlegt es einfach nochmal, sorry, aber was soll ich mit 20, 30 Millionen im Ja. Jahr? Und das ist halt so, inwiefern können wir, und das ist ja auch die Ansicht, die wir im Fußball der Frauen haben, das hat Almut Schuld ja auch bei Angel City erlebt, inwiefern können wir quasi Geld generieren und mit dem Geld, was wir verdienen, was wir erstmal brauchen, um die Dinge abzudecken und dann auch darüber hinaus sich auch ein bisschen die Zukunft teils abzudecken, aber vielmehr auch, wie können wir das in dem Kreislaufsystem wieder reinlegen, dieses Geld. Das heißt, bessere Bedingungen für die Jugend, Projektunterstützung, sowohl Social-Projekte, dann aber auch inwiefern Thema der Nachhaltigkeit zu bedienen. Wie können wir den Fußball zukunftsfähig machen inmitten eines Klimawandels. Das sind quasi unsere Ansichten, wie können wir da irgendwie was schaffen und nicht mit der Ansicht so, ey, wir wollen die Gender Pay Gap, also die Gap verkürzen und genau das Gehalt eines Mannes im Fußball haben. Das never ever, das, also sorry, aber so viel Geld braucht man auch einfach nicht. Das sind überdimensionale Finanzen, die braucht kein Mensch. Ja. Und sie meinen, sie brauchen es, aber und macht sie happy, aber da bin ich anderer Ansichten. Du bist ja immer noch nah am Geschehen dran. Du bist, ja, wir haben es gesagt, du hast es gesagt, TV-Expertin. Das bedeutet, du warst bei der Frauen jetzt im Sommer dabei. Merkst du Unterschiede zu deiner Zeit als aktive Spielerin im Vergleich zu den heutigen Rahmenbedingungen? Also Alltag der Spielerin, ja, vielleicht auch Gehälter, aber auch Trainingsbedingungen von Vereinen, Organisationen wie dem DFB. Auf jeden Fall. Also, und es ist schön zu sehen, dass halt mehr Menschen einfach mehr das Verständnis dafür haben, okay, die Potenziale, die im Fußball der Frauen liegen, vielleicht auch ein bisschen zu fördern und auch zu investieren, weil wir haben ja viel mehr Potenzial für das Investment, dass Leute da nicht oder mehr oder weniger den Vorurteilen dann strotzen und sich dafür entscheiden. Das ist mega schön zu sehen und auch was die Bedingungen angehen. Bessere Bedingungen zu haben, Zugang zu den Bedingungen der Männer in manchen Vereinen, was auch noch, ja, auch noch immens Potenzial gegeben ist. Aber genau da müssen wir ja rein und deswegen, da hole ich auch meine Energie hier oder dafür investiere ich gerne meine Energie, irgendwie zusammen mit den aktiven Spielerinnen genau dafür einzustehen und vor allem den, ja, auch in dem Moment für das einzustehen, was mir der Sport gegeben hat, sehe ich mich halt auch in der Verpflichtung, das wieder zurückzugeben, dass man dem kleinen Mädchen, was irgendwie mal Bock hat, gegen den Ball zu kicken, sogar suggerieren zu können, der Weg nach oben ist für alle möglich. Findest du es denn leichter, findest du es den Mädchen oder Frauen leichter gemacht, diesen Weg zum professionellen Fußball zu machen? Sind da irgendwie, ist da die Förderung, ist die besser geworden? Die Schwierigkeit oder das, was immer noch der Fall ist, es ist immer noch alles ein Zufall. Und ich glaube, davon müssen wir wegkommen. Deswegen müssen die Bedingungen der Förderung beziehungsweise erstmal der Sichtungsmöglichkeiten, also wo finde ich die Talente? Wo suche ich überhaupt die Talente? Wie schaffe ich irgendwie Möglichkeiten, dass, wenn jemand ein Talent sieht, mir das auch zu kommunizieren und dann zu sagen, so, ey, geil, da ist übelst das Potenzial, lass das fördern. Und das bedingt immer noch eher dem Zufall, als dass das die Regel ist. Und erstmal ja auch, ne, was ich vorhin auch meinte, müssen wir erstmal dem jungen Mädchen suggerieren, dass es
Fußballerin werden kann, weil das noch keine Selbstverständlichkeit ist. Das ist, glaube ich, erst gerade auch mit dem Push nach der EM oder während der EM einfach auch nochmal sehr transparent geworden, dass es diese Wege gibt. Und jetzt gilt es dann aber einfach auch strukturell zu sehen, wo habe ich die Möglichkeiten und wo habe ich auch Bock drauf, weil nicht jedes Mädchen will in einen Förderkreis der Jungs mit rein, was Ja. völlig legitim ist, weil dann kann sie da aber dann den Plan B gehen. So, und ich glaube, da brauchen wir noch mehr Transparenz dieser Möglichkeiten, um zu suggerieren, so hey, du hast deine individuellen Bedürfnisse, du hast Bock, du hast Talent, komm, lass mal deinen Weg finden. Du warst ja im Sommer bei der EM dabei und man muss ja sagen, jetzt so im Vergleich zu den vorherigen EM, es war ja schon ein großer Unterschied. Also es waren ausverkaufte Stadien. Ich finde, besonders in England, man hat so richtig das typische EM-Feeling gehabt, jedenfalls so, wie ich das so von außen wahrgenommen habe, wie man das irgendwie auch von den Männer-EM so kennt. Also es war ein Land, was irgendwie was um das Event wusste. Und was es auch gefeiert hat. Und auch wenn ich zurückgucke jetzt, die letzte vergangene Champions League-Saison, da haben wir ausverkaufte Spiele gehabt, diese zwei Weltrekorde im Camp Nou in Barcelona. Siehst du einen Unterschied, was irgendwie so das Marketing und die Förderung des Frauenfußballs angeht in anderen Ländern als im Vergleich zu Deutschland? Also, weil, wenn man sich jetzt beispielsweise so diese Camp Nou-Spiele rausnimmt, könnte man da sagen, Barcelona weiß ganz genau, wie die ihre Frauenmannschaft vermarkten und es funktioniert besser als in Deutschland? Auf jeden Fall. Also, das hat uns zum einen hat es uns die EM gezeigt, dass es ein klares Commitment von Seiten des Verbandes ging, also mit der Föderationspräsidentin Debbie Hewitt oder Hewitt, wie sie genannt wird, die ganz klar sagen: So, ey, wir haben hier jetzt auch in die Vereine runter eine ganz klare Anforderung, dass die Vereine, die lizenzierten Männervereine, die Frauen supporten mit einem Investment, mit dem, dass man rein marketingtechnisch total simpel einfach auch transparent ist. Also wenn du in Stadien gehst, da sind Riesenplakate von den Profis der Männer, Profis der Frauen und von der Academy. Also eine ganz klare Transparenz. Und was man halt auch gesehen hat, das ist nämlich der Unterschied zum Fußball der Männer, die Verein, also die Fans. Es war beim Finale, waren 90.000 Menschen und es war friedlich. Und wir waren beim BBC auch, Pitchside dann unmittelbar nach dem Spiel, haben Interviews gemacht und da sagten die dann auch die BBC-Verantwortlichen, das ist so geil, weil bei der EM der Männer mussten sie hier zusehen, dass sie hier irgendwie verletzungsfrei rauskommen, weil da echt viel, viel Aggression war und auch Fans, die sich da ja, verkloppt haben. Und das hast du kein einziges Mal beim Fußball der Frauen gesehen, sondern es ist ein friedliches Zusammenkommen. Wir haben alle Bock auf den Fußball und wir zelebrieren den. Und das ist halt mega geil. Das siehst du halt sowohl in der Kultur auch. Die differenzieren nicht mehr beim Fußball zwischen Mann und Frau, sondern es ist Fußball. Davor, wo wir in Deutschland ja immer noch so viel zu große Skepsis haben, viel zu viele Vorurteile. Ich sage ja auch immer so, unsere Kultur, die ist geprägt von unserer Skepsis. So alles, jede Veränderung, die müssen wir erstmal zurückweisen, weil wir doch so traditionsbesessen sind. Und dann hast du das bei der Champions League auch, oder wenn du es jetzt auch in Spanien siehst, auch ein ganz klares Commitment. Ich meine, die spielen auch einfach geilen Fußball. Und das ist ja das, was wir dann teils immer noch nicht so schaffen, diesen Fußball, den die Frauen spielen, auch echt qualitativ hochwertig zu vermarkten. Da reicht nicht eine Schwenkkamera im Stadion, die nur die Dynamik aufnimmt, sondern wirklich anhand der professionellen Bedingungen, wie die der Männer auch den Frauen gegenüber zu zollen. Und das hat man geschafft. Und da haben wir das Bewusstsein bei uns in Deutschland noch nicht ganz klar. Einige Vereine machen es. Man sieht es jetzt unmittelbar zur WM in Katar als, ja, nee, wir supporten das nicht und die Bundesliga läuft ja nicht der Männer und deswegen gehen wir zu den Frauenspielen. Und das ist halt geil, weil das ist doch letztlich das, was es verkörpert, unabhängig vom Geschlecht, irgendwie zu einem Festival, Fußballfestival zu gehen und einfach sich gemeinsam zu feiern. Ich habe jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, weil wenn man jetzt nicht anfängt, also spätestens jetzt irgendwie so die Vereine
Wenn die jetzt nicht anfangen, diese Sparte Frauenfußball so zu fördern, zu vermarkten, dann hängt man hinterher, habe ich so das Gefühl, weil auch in der Bundesliga sieht man ja, es herrscht eigentlich immer noch so eine große Diskrepanz zwischen oben, also so diesen Top-Vereinen, die Wolfsburg, Bayern, die ja angefangen haben, das zu fördern. Aber man merkt immer noch, da ist eine Kluft auch nach unten. Ja, auf jeden Fall. Also keine wirklich Wettbewerbsfähigkeit dem gegeben, weil dann auch, das sind halt echt die verantwortlichen Personen in diesen Strukturen, die sehr auf Tradition, sich sehr auf Traditionen berufen, sehr verkrustet sind, sehr, ja, sich gegenüber Veränderungen, gemeinsam Support nicht wirklich öffnen. Und auch so ein bisschen dem irgendwie so, ja, nee, weil wenn wir hier jetzt die zweite Sparte aufmachen, dann verlieren wir ja vielleicht den Fokus zu dem eigentlichen Fußball, und das ist doch der Fußball der Männer. Dadurch, dass der Druck von außen jetzt einfach größer wird und auch die Anforderungen an die Vereine sowohl von Seiten des Verbandes via Empfehlung, das ist ja der große Unterschied zu England beispielsweise, weil die sagen ganz klar, nee, das sind Lizenzanforderungen, folgt ihr denen nicht, fliegt ihr raus. Und wir sind immer noch so schön, ja, wir empfehlen das, Fußball der Ja. Frauen zu supporten, und dann ist es aber euch überlassen. Ja, als ob die da wirklich reingehen. Dann gibt es aber Menschen in diesen Strukturen, die sagen so halt, nee, wir sehen das Potenzial und wir sehen uns auch in der Pflicht, auch eine gewisse Haltung dem gegenüber zu haben, wir machen das. Und dann werden wir irgendwann nicht mehr herumkommen, darum herumkommen, weil vielleicht auch in Deutschland mal die Anforderungen dem gegenüber gegeben sind, ihr müsst. Weil es eine klare Thematik der Gemeinnützigkeit ist. Und wir haben halt mal in der Gesellschaft, ja, nicht mal 50-50, es sind ja sogar mehr Frauen als Männer in Deutschland, und wir müssen halt dementsprechend Angebote geben. Findest du meintest, es wird sich eigentlich noch gesträubt, besonders in Deutschland irgendwie gegenüber Veränderungen. Ich finde, gesellschaftlich hat es sich verändert. Also es wird schon viel mehr angenommen. Ich finde, also diese Zuschauer, Attendance, also die Leute, die jetzt in den Stadien sind oder die Bundesligaspiele geguckt haben, wurde ja letztens veröffentlicht, die sind jetzt schon diese Saison höher, als sie letzte Saison generell waren. Also ich finde, gesellschaftlich habe ich zumindest so das Gefühl, es ist so ein Aufschwung da. Aber ist es auch so strukturell da, also von den Verantwortlichen, du hast es angesprochen, ist das wirklich gerade so, man merkt es so ein bisschen, aber ist da eine Veränderung? Ist das so eine Phase Step gerade? by step, step by step, würde ich sagen. Also vollendet noch lange nicht, aber das Ja. ist das, was ich auch beobachte, und das finde ich so geil, dass einfach der gesellschaftliche Druck, gerade jetzt auch von der jungen Generation, wo Thema Gendergerechtigkeit, Diversity absolute Normalität hat, ist halt der Clash of Generation, weil die Verantwortlichen, die in den Vereinen, Verbänden sind, sich mit dem Thema wenig bis gar nicht befassen, aber aufgrund des gesellschaftlichen Drucks in Frage gestellt werden. Und das finde ich geil, und deswegen bin ich auch, auch der Meinung, dass wir diesen gesellschaftlichen Druck hochhalten müssen, immer Systeme in Frage stellen sollten und für unsere Haltung, für unsere Werte einstehen müssen und das auch ganz klar transparent kommunizieren. Weil je höher der Druck, desto eher schaffe ich Veränderungen, weil dann vielleicht die Verantwortlichen merken so, ist Ja. vielleicht nicht mehr unser Aufgabenbereich, sollte nicht mehr in unserer Verantwortung liegen oder einfach gegangen werden. Ja, um das Ganze vielleicht mit so ein bisschen Blick in die Zukunft abzuschließen. Was wären denn deiner Meinung nach Maßnahmen, die gar nicht oder zu wenig ergriffen wurden, um diese Sparte Frauenfußball weiter zu professionalisieren? Was würdest du dir wünschen, um den nachhaltig zu verbessern? Also ein Beispiel, Schiedsrichterausschuss in Brandenburg. Gibt keine Förderung eines Mädchens im Schiedsrichterinnenwesen, weil mit der Begründung, ja, sie sei ja eine Frau, dann ist ein 16-jähriges Mädchen, ist ein Mädchen, und sie hätte ja keinen Wert, und dementsprechend ist hier keine Förderung gegeben. Und das hat sie in Frage gestellt, und kriegt dann eine E-Mail von dem Schiedsrichterausschuss mit den Worten:
Sie hätte den Schiedsrichterausschuss ja diffamiert und aufgrund dessen würde ihr keine Förderung mehr möglich sein und sollte zum nächsten Lehrgang auch nicht mehr auftauchen. Das ist nämlich das Problem. Da wünsche ich mir einfach eine Offenheit, nicht anhand eines möglichen Werts dich zu fördern, sondern aufgrund deines Talents, deines Engagements. Und da müssen wir halt in die Köpfe der Menschen, und es ist in dem Fall, es ist ein Schiedsrichterausschuss nur von Männern, die ja, die Angst haben, vielleicht, dass ein Platz weggenommen wird. Das ist, oftmals haben wir ja ganz viel mit Angst zu tun. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir Menschen einfach mutiger werden, für die Dinge einzustehen, einen Zugang für jegliche Menschen schaffen, die Bock auf eine Sache haben, die klar, irgendwie auch Talent haben und das selber sehen, Bock haben, gefördert zu werden, aber auch immer, ich will nicht immer das abhängig von dem Talent machen, sondern generell jeder Mensch hat irgendwie, sollte einen Zugang zu gewissen Dingen haben. Und ich glaube, wir sind dann auch alle so weit, selber zu reflektieren, ob ich in dem Profibereich möchte und überhaupt kann oder halt lieber im Breitensport bin. Und ich glaube, da brauchen wir einfach ein höheres Bewusstsein. Und ein klareres Handling für diese Menschen in den verantwortlichen Positionen. Und dass wir dann halt gemeinsam irgendwie diese Möglichkeit schaffen, einen allgemeinen Zugang schaffen. Und dann wird sich das früh genug differenzieren zwischen, hey, ich bleibe im Breitensport oder ich gehe in den Profisport. Tamirke, vielen Dank für diese Worte. Ich finde, genau deswegen war ich ja auch so froh, dass du zugesagt hast für dieses Interview, weil, was ich schon ganz am Anfang meinte, ich finde es total klasse und auch leider ein bisschen zu selten in diesem Bereich, dass es Leute gibt, die ganz klar die Probleme ansprechen und auch probieren, dann eben irgendwas nachhaltig zu verändern. Und ich finde, das machst du ganz toll und ich bin dir da irgendwie auch unglaublich dankbar dafür, dass du deine Stimme und deine Position, die du ja hast, so dafür nutzt. Also vielen Dank. Und auch vielen Dank für dieses interessante und informative Gespräch und auch für deine privaten Einblicke, so deine eigene Fußballkarriere und das jetzt. Weiterhin ganz viel Erfolg. Gerade bist du ja bei Magenta TV bei der Herren-WM unterwegs. Dafür ganz viel Erfolg und bleib so, wie du bist. Es hat mich sehr gefreut. Danke euch, danke dir auf jeden Fall. Und ich kann es nur zurückgeben, weil ich finde es echt geil oder ja, einfach schön zu sehen, dass das so ein reges Interesse gegeben ist, genau für diese Themen, was ich vorhin auch meinte, gesellschaftlicher Druck und dass ich das liebe, also der Generation, na, ich meine, ich bin jetzt 30, wie alt bist du? 19. 19, ja. Ja, Next Generation, so weit voneinander sind wir gar nicht entfernt, Ja. aber dass da einfach so dieses Verantwortungsbewusstsein gegeben ist, die Dinge zu hinterfragen. Wir wollen es besser machen. Und ich glaube auch nur mit diesem Hinterfragen, so ich sage mal so die Warum-Generation, ich will Antworten darauf, auf das, warum sind die Dinge so? Und die können uns oft nicht gegeben werden, die Antworten. Und genau dahinterher zu sein und gerade mit solchen Arbeiten, weil ich das merke, dass jetzt hier und da echt mehrere junge Menschen auch in Schulfacharbeiten, Masterarbeiten genau diese Themen aufnehmen. Und ich finde das echt geil. Und es ist dann auch immer wieder so, okay, es macht so Sinn, sich in diese Sphären einzudringen, bei einer Männer-WM Expertise abzugeben. So, das sind ja auch immer Energien, die da miteinander dann sich verkoppeln. Deswegen auch in dem Fall lieben Dank an euch für euer Invest, für euer Tun. Kann ich nur zurückgeben.